Oh nein, ein Teleporter. Chomp, 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 chomp. Ja, nur so, Ron, so heiß ich. Und ich will schlafen. Ich finde es gut, dass wir speichern durften. Wow. Naja, aber was hat sich jetzt für uns geändert? Was besitzen wir Neues, das uns weiterkommen lässt? Nix. Geht trotzdem mal davon aus, dass wir zurück sollen. Sternenstaubkind, herzlich willkommen zu Clock Tower 3. Hier runter müsste ich. Dann hier rein. Ach so, das ist ja zu. Ach, Herr Jemini. Da war ja was. Stimmt, so wirklich überspringen kann man dieses Rätsel nicht. Das war nicht knapp. Nee. Easy. Mal komm, Limit. Ich will doch nur speichern. Ah, hier kann man speichern. Stimmt. Im selben Raum, wo wir wieder attackiert werden. Aber ich find's halt schon seltsam. Es hat sich grundlegend ja... Oh Gott. In dem Raum war doch ein Teleporter. Ich hab doch in der Cutscene noch einen Witz drüber gemacht. Habe ich das wirklich 5 Sekunden später vergessen und bin dann zurückgelaufen? Wenn Marco den Titel nicht auf Deutsch übersetzt, ist das irgendwie komisch. Ach so, na gut. Dann herzlich willkommen zu Uhrenturm 3. Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Echt jetzt? Wir müssen durch den Geheimgang. Sowas hat man früher gezockt. Ja, ich schätze. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wann Clock Tower 3 rauskam. Aber so rein technisch ist das ein ganz normales PS2-Spiel. Na, es wird mich zerhacken. Nee, okay. Schön, angenehm. Da hoch. 2002, sogar noch ein relativ frühes. Hier, das wirkte wie ein Teleporter, oder? Ja, toll. Jetzt ist ein nasser Teleporter. Nee, dann irre ich mich. Aber dann weiß ich echt nicht, was mir dieser Raum gebracht haben soll. Hast du das N eingesetzt? Ja, das A, N und das D haben wir eingesetzt. Das D zuletzt, dann kam diese Cutscene. Vielleicht müssen wir jetzt zur Treppe zurück. Zur Haupttreppe. In einem akuten Mangel an Alternativen würde ich das einfach mal tun. Du musst wieder durch die beiden Wände. There you are.
Echt jetzt? Wie soll man darauf kommen? Aber warte, dann war das hier aber schon richtig. Ah nee, das war genau falsche Seite, oder? Aber hier liegt jetzt was. Oh, ein Tarnring. Ach, der lag auch schon vorher da. Wir waren nur gestorben, als wir ihn gesammelt haben. Okay, dann mal hinunter. Müsste ja dann hier sein. Dieses Mal werde ich nicht überrascht sein von der Cutscene. Hallo. Komm, mach Sailor Moon Verwandlung. Alles am Moon! Scissor Woman. Opfer 22. Strafe 396 Jahre. Urteil! Was? Oh! Hallo! Das, geschah überraschend. Okay. Anscheinend haben wir kein Aim mehr, sondern zielen random in eine Richtung. Ja. Das ist, das macht es ein bisschen schwieriger als die anderen Kämpfe bisher. Aber dafür hat sie deutlich mehr weniger Leben. Ja, das stimmt. Gar kein Vergleich. Nein! Ach, die Reichweite von dem Angriff ist unbegrenzt. Okay. Thank you.
Oh Gott! Autsch! Schön. Alyssa, hurry up and get me off this thing. Alyssa! Jemima! Jemima! How dare you kill my sister? You'll pay for it! I'll make mincemeat out of you! Oh oh, Hackfleisch, Co. Hm? Er hat schon ein bisschen mehr auf dem Kerbholz. Alter! Bei ihm zielt sie dann aber auch wieder. Oh Gott. Present? Okay, das scheint... Also ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich dem ausweiche. Das ist jetzt echt doof, dass du von der Seite kommst. Okay. Danke. Die Hocke ist eine gute Idee. Ach, das kam jetzt doch gar nicht durch. Und wenn wir den jetzt noch aus einer dritten Richtung bekommen hätten. Was? Vier Ketten aus völlig verschiedenen Winkeln und du so, ja, scheiß drauf? Let me go!
dieses Risiko. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Das ist so schade. Wir waren so weit. Okay, wir starten bei ihm wieder. Ich dachte, wir starten bei ihr. Weil es ein Doppelkampf ist oder so. Autsch. Ja, es war nicht sonderlich clever. Wenn er halt sich dazu entscheidet, diesen Angriff zu machen, während wir gerade zielen, dann reicht die Zeit nicht mehr, um auszuweichen. Das ist unschön. Ja, da, erneut. Oh Gott. Also, herzlich willkommen. Es geht also doch, wenn man wirklich unglaublich schnell ist, irgendwie, eigentlich. Sowas kann er auch. Spaghetti-Eis, yay! Willkommen, Aisu, und freut mich, dass du einen schönen Tag hattest. Wir kämpfen gerade gegen einen recht nervigen Boss-Typen. Da ist er, Boss-Tony. Scissorman! Wenn ich die teilweise auflade, dann dann haben sie nicht das Potenzial, ihn so fest zu klemmen. Und wenn wir ihn halt fest genug geklemmt haben, dann können wir ihn töten noch lange bevor seine Lebensbar auf null ist. Deshalb gehe ich eher auf das, wenn er schon so einen riesigen Lebensbalken hat. Die Scissor Twins. Geht der einmal um mich herum?
Warum hat das trotzdem getroffen? Wie geil. Boah, wie sad, dass der nicht mehr durchging. Leute! Das ging schneller als erwartet. Nice to do. Wir kamen echt gut klar mit den Bosskämpfen soweit. Lebt wohl. Thank you, Dennis. Thank you. No, thank you. It was you who saved me. Something special. You destroyed all the subordinates. You think you're so clever, but you still have to destroy me. If you want to save your mother, come up to the top of the clock tower. Ich weiß es nicht, also. I'm waiting. Grandfather. Grandfather. The real identity of the Dark Man. It's my grandfather. I have to go, Dennis. You stay here. Hey, wait a minute. Don't treat me like a girl. I'm the man here. Dennis, you may be a man, but you're not a Ruder. I am. Hey, don't leave me, Alyssa! Ja, bitte, speichern Sie. So, jetzt hau den Opa aus dem Leben. So, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir hier hochlaufen. Und dem vermutlich letzten Boss dieses Spiels begegnen. Oder den letzten Abschnitt dieses Spiels betreten. Aber irgendwie habe ich gerade Finalstimmung. Oder eher so eine, es kommt langsam zum Ende Stimmung. Oh.
Achso, ich dachte, wir müssen jetzt Seilschwingen machen, wie mit Lara. Ich kann hier nirgendwo hin. Ach, du musst dich bücken. Okay. Bückungen müssen sich ereignen. Erst dann kann der Weg weiter fortgesetzt werden. Happy International Corgi Day. Yay! Wünsche ich natürlich auch. Um das Finale zu spielen, bitte das DLC für 69 Euro kaufen. Nein! Solange es nicht 160 Euro kostet, ist die Welt nicht schlecht. Das ist richtig. So will es die heilige Regel. Ach so. Ich denke mal, wir sollen auch hier weiter über diesen Weg. Aha.